Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sinn. Roland Kaiser gab den Startschuss zu seiner Open-Air-Tour 2019 in Nauders in Tirol. Auf 2200 Metern Seehöhe begeisterte die Schlagerlegende tausende Fans vor spektakulärer Bergkulisse. Für den Superstar war das Konzert in musikalischer und persönlicher Hinsicht ein besonderes Ereignis. Ich habe Nauders entdeckt vor 24 Jahren und Nauders fasziniert mich nicht mehr die Gegend, sondern auch die Menschen, deren Gastfreundschaft, und mittlerweile bin ich ja nahezu familiär verbunden mit Nauders. Insofern, hier treffe ich ja Freunde und normale Menschen und liebe Menschen und bin wahnsinnig gerne hier. Die Veranstalter hatten allen Grund zur Freude über das gelungene musikalische Top-Event, die perfekten Pisten und die herrliche Stimmung im Sonnenskilaufparadies. Ja, Roland Kaiser ist natürlich ein absoluter Megastar im deutschsprachigen Raum bzw. auch in Europa. Und er hat einen enormen Markenwert und der ist natürlich für unsere Destination sehr wertvoll. Ja, wir haben mit den Vorbereitungen bereits im September begonnen und jetzt haben wir das tolle Bühnenpanorama mit Hintergrund bei Kastel, mit dieser tollen Kulisse, diese Arena für unseren Star Roland Kaiser. Ja, der Roland Kaiser ist ja schon seit Jahren in Nauders auf Urlaub. In manchen Gesprächen haben wir dann natürlich auch über eine Möglichkeit geredet, ob er bereit wäre oder ob das möglich wäre, ein Live-Konzert mit seiner Band in Nauders zu veranstalten. Es gibt sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Und in diesen Ort verliebt, in die Menschen, meine Frau und ich sind in unserer Familie immer wieder gekommen und das werden wir weiterhin machen. Das ist unser Winterquartier hier. Zahlreiche Schlagerfreunde reisten an, um ihr Idol hautnah zu erleben und das entspannte Open-Air-Feeling inmitten der schneebedeckten Berge zu genießen. Wir kommen aus Kassel und fanden das Konzert Bombe. Bombe! Wenn Sie solche Klassiker haben, wären Sie gut beraten, sie auch zu spielen. Also und nicht das Gegenteil zu tun. Die Leute erwarten das von mir. Immer dann, wenn ich zu anderen Künstlern ins Konzert gehe und ihre Hits nicht spielen, dann bin ich enttäuscht. Also spiele ich sie, klar. Auf der imposanten Schneebühne bewies der Megastar mit Band, was seine Live-Auftritte seit Jahrzehnten zum einzigartigen Erlebnis macht. Mit gigantischem Hitfeuerwerk und jubelnden Fans krönte Roland Kaiser die Verbundenheit zu seinem Urlaubsort Nauders am Reschenpass.